Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und zwar heute zum Unboxing der neuen My Little Box. Letzten Monat war es leider so, es haben viele gefragt, dass ich die nicht bekommen habe. Aus irgendwelchen Gründen. Ich habe keine Ahnung. Jetzt ist sie wieder da, jetzt kommt sie jeden Monat. Also, falls ihr jeden Monat die My Little Box geöffnet haben möchtet, auf jeden Fall den Abo-Knopf drücken, dann verpasst ihr keine News. Und können wir mal über dieses Packaging sprechen? Wie wunderschön ist das bitte? Kosmos nennt die sich dieses Mal und ich bin echt gespannt, was drin ist. Falls ihr seht, wie ich aussehe, ganz, ganz schlimm. Ich lag sowas von flach und ich reagiere immer mit Fieberbläschen. Katastrophe. Aber ich wollte euch das nicht vorenthalten und deswegen habe ich gedacht, setze ich mich jetzt trotzdem hier hin und mache ein Video für euch. Oh wow, das sieht ja cool aus. Guck mal, in so einem dunkelblau Metallic, Mission nach den Sternen greifen. Jetzt machen wir die einfach mal komplett auf. Mal was ganz anderes vom Packaging her, finde ich, als die anderen Boxen. Ach, das sind sogar Aufkleber, wie süß. Die kann man abmachen. Da freut sich auf jeden Fall mein Sohn drüber. Und jetzt kommt mir hier so eine coole Tasche entgegen. Take me to the moon, kid. Ihr hört schon, ne? Ich spreche ein bisschen nasal. So sieht das aus. Mega cool. Das machen wir jetzt mal auf. Was könnte das für eine Tasche sein? Oder ist das einfach dieser ganz normale Beutel ersetzt? Richtig cool. Was haben wir denn hier? Ein Beauty-Balm 5-in-1, getönte Tagespflege, ebenmäßiger Teint mit mineralischen Farbpigmenten. Also so eine BB-Creme finde ich ja immer sehr interessant und super morgens, wenn man zur Arbeit geht. Leute, kennt ihr das? Ihr habt einfach keine Lust, Foundation einzuklopfen mit einem Beauty-Blender. Da nehme ich immer BB-Creme gerne für. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und jetzt sehe ich hier was drin, das kommt mir sehr bekannt vor. Ich weiß gar nicht, wo ich das schon mal gesehen habe. Auf jeden Fall, diese Verpackung kommt mir sehr bekannt vor. Und zwar Merci Handy New Waves Love and Hand Cream. So sieht das aus. Ich weiß, die sagt euch das vielleicht auch was. Mir kommt es irgendwie unheimlich bekannt vor. Ich würde so gerne dran riechen an den Produkten jetzt. Die riechen, das Problem ist, ich rieche echt nichts durch meine Erkältung. Ganz schlimm. Nein, wie cool. Oh, da ist sogar ein Beauty-Blender drin. Gerade noch über Beauty-Blender gemeckert am Morgen. Aber für ein Full-Face-Make-up unverzichtbar und sogar einer von Real Techniques. Und ganz ehrlich, ich war immer ein bisschen zu geizig, mir ein Schwämmchen davon zu kaufen, weil die relativ teuer sind. Ich glaube, so um 12 Euro oder so kosten die. 12, 10, keine Ahnung. Und ich wechsle die sehr häufig, weil sich da ja gewohntermaßen viele Bakterien ansammeln. Und deswegen finde ich das mega cool, dass das hier drin war. Das freut mich richtig, das auszutesten. Jetzt sind hier aber noch zwei weitere Produkte drin. Das sieht sehr interessant aus. Mask purifierend. Also eine reinigende Maske. Und jetzt zeige ich euch die mal. Ich mache die mal auf, weil die sieht mega cool aus. Und zwar auch passend zum Thema in so einem Silber-Metallic, ja, so ein bisschen kosmosmäßig. Bin ich echt gespannt. Die glitzert so schön. Richtig toll. Und das haben wir noch ein schönes drin. Gucken wir mal. Was ist das denn? Also hier ist so ein kleines Paket drin. So sieht das aus. Und was steht drauf? Dieser Anhänger funkelt so schön. Okay. Ach, hier kann man es rausziehen. Oh, das ist aber wirklich schön. Dass er aussieht, als käme er vom Orion. Im Sternbild von allen. Du findest ihn direkt am Himmelsäquator. Aber es steht nicht dabei, ob es jetzt eine Kette ist oder ein Armband. Ich würde tatsächlich zu einem Armband tendieren. Was sagt ihr? Ihr könnt es aber auch mal aufmachen, ganz vorsichtig. Ich möchte es jetzt hier nicht kaputt machen. Oh nee, es ist tatsächlich eine Kette. Hinten seht ihr, dass das so ganz lang ist. Cool, die finde ich auf jeden Fall richtig schön. Ich glaube, die werde ich heute Abend anziehen. Wir gehen nämlich zum Postillon. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Von Facebook kennt das die eine oder andere, so eine Satire-Seite. Und die haben eine Veranstaltung gemacht. Also ich bin mal ganz gespannt. Wir haben einfach Karten mal gekauft, weil wir es immer so witzig finden. Und ja, lass uns mal überraschen, was da auf uns zukommt. Wird bestimmt auf jeden Fall eine lustige Veranstaltung. Die Box ist auf jeden Fall anders. Sonst war immer sehr viel Papier und Schnörkelkram mit dabei. Es fehlt auch komplett so die Angabe dazu, was die Produkte gekostet haben. Mich stört es überhaupt nicht, weil ich die Sachen meist dann weggeworfen habe und so einfach weniger Müll entsteht. Und ich glaube, wir haben mittlerweile alle Internet und ja, sonst könntet ihr dieses Video nicht gucken. Und können gucken, was die Produkte so kosten. Ich finde die Box sehr gelungen. Daumen nach oben dafür.
Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die wieder auszupacken. Wie gesagt, abonniert mich gerne, falls ihr keine weiteren Unboxings verpassen möchtet. Und ansonsten verlinke ich euch hier noch zwei neue Videos und natürlich den Abo-Knopf, damit ihr es leichter habt. Ich sage tschüss, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und bis dahin, eure Laura.